Ja, hallo, schöner Arbeitstag an der Donau heute. Heiß, aber die Donau bietet ja Erfrischungen. Ich habe es unlängst dem Ali schon gezeigt. Wer es verpasst hat, noch mal ganz kurz zusammengefasst. Worum geht es uns den Flüssen? Warum sehen wir da einen riesen Handlungsbedarf? So schön wie hier mit Schotter, mit Fluss, mit Auwald ist es leider nicht überall. Nur mehr 14% der österreichischen Fließgewässer sind intakt. Das ist eine dramatische Situation, weil wir viel an Lebensraum für Fauna, Flora, für Tiere, Pflanzen verloren haben, aber auch an Qualität für uns letztlich. Es geht Lebensraum verloren, es geht wichtiger Retentionsraum verloren, das Hochwassergefahr steigt und und. Wir haben uns jetzt erstmalig in einer großen österreichweiten Studie angeschaut, ja, was sind eigentlich die treibenden Kräfte und warum geht es unseren Flüssen so schlecht? Und wir haben festgestellt, zwei Gründe sind dramatisch. Das eine ist, der Flächenverbrauch ist enorm. Was an Siedlungen, an Infrastruktur, an Gewerbegebieten, an Parkplätzen und jeden Tag dazukommt, ist ein enormes Ausmaß, nämlich 2 Hektar pro Tag. Ihr müsst euch vorstellen, das sind 3 Fußballfelder, die täglich versiegelt werden in unseren Flussräumen. Das zweite Problem ist, dass viele Ufer begradigt sind, dass viele Kraftwerke in die Flüsse hineingebaut worden sind. Auch das engt den Raum ein und die Folgen sind, dass die Hochwassergefahr steigt und dass wir viel weniger an Lebensraum für Tiere und Pflanzen haben. Wo wollen wir hin? Wo wir hin? Wie schaut jetzt die WWF-Flüsse-Vision aus? Ganz einfach, zwei Dinge: den Flächenverbrauch drastisch reduzieren. Wir dürfen nicht mehr so weit in die Fläche hineinwuchern. Wir müssen sparsam mit dieser Ressource Boden und mit unserer Landschaft umgehen. Und das Zweite ist, dort, wo es geht, den Flüssen wieder mehr Raum zurückgeben. Ihr seht hinter mir die Donau, das Ufer mit dem Blockwurf. Das muss nicht sein. Es gibt viele Stellen, wo man das entfernen kann, weil man es einfach nicht mehr braucht, weil es dem Stand der Technik nicht mehr entspricht. Da kann man den Flüssen mehr Raum geben und wieder Platz für die Natur schaffen. Jetzt wird es laut, jetzt kommt ein Schiff. Lassen wir uns jetzt nicht davon abhalten. Was ich euch noch mitgeben will, helft mit, die Flüsse zu schützen. Wer mehr erfahren will, wir haben das in der Videobeschreibung, da findet ihr dann alles, was ihr braucht. Danke.